Nein. Alles echt. Full Scheiß. Oh, hier sieht's mir wirklich aus. Oh, noch mehr zerstörbare Äste. Schön. Jo, und jetzt, wie ich mir dachte, muss ich hier runter. Ich ja vor uns immer gestorben bin. Toll. Hä? Das hieß weg. Hier bewegt sich nichts mehr. Ich glaube, da sterbe ich jetzt nur, oder? Ja, denk schon. Unfassbare Dummheit, die dritte. So, wieder Fly. Muss ich vielleicht hier irgendwie hochlaufen? Ach, ich Trottel. T-R-O-T-T-E-L. Was für eine Fähigkeit habe ich bekommen, die ich mit Leuchtfeuern tun kann? Die ich vielleicht auch mal einsetzen sollte, wenn ich gerade mal nicht so blöd bin wie jetzt. Teleportieren. Halt. Ich brauche noch. Also habe ich jetzt schon die zweite von drei Seelen. Jetzt muss ich nur noch irgendwie einfallen, wo hier eine dritte sein könnte. Teleportieren. Wohin? Kristallhülle. Archiv des Herzogs. Gemalte Welt. Ja, zur gemalten Welt habe ich auch noch keine Kommentare bekommen, was ich denn bei der untoten Frau, Geisterfrau da machen könnte. Soll ich sie denn einfach nun in Stücke hauen oder vermasse ich mir damit eine sehr große, tolle Chance? Schreibt es mir doppelt unten rein. Der Untoten. Ich könnte auch mal wieder zum Schmied, oder? Ich gehe jetzt mal zum Schmied, denn Schubidibabu. Göttliche Glut. Nein, ich meine jetzt nicht die göttliche. Ich gebe ihm bam bam ba die schwarze Glut, die ihn so merkwürdig verrückt gemacht hat. Aber ich gucke erstmal nach, ob vielleicht da hinten ein Magier, nein, Quark, nicht Magier, ich meine, ist ja unser Zwiebelritter wieder aufgetaucht, aber ich sehe niemanden von hier aus, oder? Nein, sieht nicht danach aus. Nein! Nein! Was ist das? Ist das ein Grab? Nee, da kann ich durch. Da kann ich sogar durchlaufen. Nein, ich vermisse den Zwiebelritter. Ein Grund mehr, mal zum Feuerbandschrein zu gehen. Irgendwie waren noch da immer die ganzen Figürchen, die man so braucht für sowas. Ich könnte auch mal wieder reparieren. Dafür bräuchte ich ja den Schmied nicht. Hier, ich guck nochmal hier unten. Vielleicht hat sich hier unten jemand eingenistet. Nein, sieht nicht danach aus. Mich würde mal interessieren, wo dieser riesige Kopfhutträger-Magier ist. Lol, seit wann kann man das kaputt machen? Konnte man das denn schon immer? Bin ich einfach nur doof? Show me that ember of yours. Well, I've never heard of a black ember. How about leaving that ember with me? I find it strangely. Sie übt eine seltsame Faszination auf mich aus. Ja, das sollte ich eigentlich genau wegen diesem Satz dir nicht geben. Ich habe Angst, dass ich dich irgendwann mal als Hülle irgendwo finde, aber. Well, thank you. This ember really is something special. I'm already under its spell. I sense great potential indeed. Ja, ja. Umwandeln, da, Chaoswaffen oder so. Steht nichts dran. Das sind göttliche, krude, schwere. Aber hier. Zurück, ja. Da müsste ich doch glatt mal irgendwann mal gucken. Nein,
Nichts wirklich Interessantes, aber große Scherben. Ich könnte die schwere Armbrust weiter ausbauen, aber nein. Mache ich nicht. Ich verstärke nämlich mal was anderes. So ein Lichtschild. Hast du irgendeine besondere Eigenschaft? Kann ich so gar nicht nachlesen, wa? Auch kein. Hier komme ich irgendwie nicht zum Text der Items. Finde ich jetzt ein bisschen doof. Egal. Da bist du, Evelyn. Ich wollte dich hochbringen. Kleine Scherbe. Klar, kann man doch. So viel Erfahrung, wie ich habe. Seelen. Seelen. Ich meine Seelen. So, plus 5. Drachentöterbogen. Funkelt Titanit. Yay, kann ich da auch mal hochbringen. Jetzt spricht er nichts mehr dagegen. Jetzt, wo ich endlich die Möglichkeiten habe, Funkelt Titanit zu farmen. Große Scherbe habe ich nicht wirklich viele. Umwandeln. Yes. Jetzt habe ich hier für große Scherben, kann ich die natürlich verstärken. Das ist schön. Könnte ich aber auch göttliche Evelyn draus machen. Die mit magischen Schaden um sich schießt. Magischer Schaden klingt gar nicht mal so schlecht. Und ich bräuchte nur grüne Scherben dafür, die ich auch noch en masse habe. Warum nicht mit Bolzen magischen Schaden verschießen? Kann man doch, denke ich mal, irgendwann vielleicht auch mal gebrauchen. Fernkampfmäßig. Deswegen verstärke ich jetzt nochmal die Evelyn. Wo bist du? Komm her. Put, put, put. Evelyn. Da. Jo, und immer noch grüne Scherben. Finde ich gut. Das finde ich gut. Was seht ihr eigentlich hier? Eigentlich nichts. Nur Plus ging hoch. Umwandeln. Kriege ich dich nochmal irgendwo rein? Nein, keine. Evelyn, nirgendwo. Nix, gar nichts. Ja, das ist der Standardabschiedsspruch, aber ich will mal gucken, ob du vielleicht noch einen anderen hast. It won't be easy, but I'm afraid you'll have to look for someone else. Ja, hast du vielleicht einen neuen Spruch für mich? This is the old church. It was abandoned in favor of the church that you passed through. There are paths leading from here to two forbidden plains. Sen's Fortress and the Darkroot Garden. They attract all sorts of lunatics. No one as cultured as yourself. It's fine to be undead, but keep a level head, eh? Ja. Ja, Gegenstand kaufen. Könnte ich auch mal gucken. Keine Scherben brauche ich nicht. Das ist alles nur noch Schrott. Genau, ich könnte noch mal einen guten Satz, 500 Stück. Nein, ich hole einfach nur, sag ich mal, so 110, 120 Stück. Kann ja nicht schaden, noch mal eine ganze Ecke mehr zu haben. Und natürlich noch der schöne Reparaturpart. Ich habe auch festgestellt, dass die Items von dem Lord Drake, dem Ritter Lord Drake, wenn man die verwenden tut und die gehen kaputt, dann sind die arschteuer beim Reparieren. Die kosten ja glatt mal so 600. So. Teleportieren. Oh, jetzt fehlt mir irgendwie. Eins ist weniger. Ach so, verstehe. Verstehe. Ich teleportiere mich ja von einem Ort, an dem ich mich hin teleportieren kann. Da ich das vor uns nicht getan habe. Also, ich habe mich ja von einem Ort teleportiert, an den ich mich nicht hin teleportieren kann. Ergo fehlt damals keiner in der Liste. Und von dem Feuer, an dem ich mich gerade befinde, das wird natürlich nicht aufgelistet. Fenstermundgrab, Kammer der Prinzessin, Anor Londo. So nicht etwa Feuerband, Schwein. Ich könnte nochmal zur Kammer der Prinzessin gehen, vielleicht hat sie ja was Neues zu berichten. Ich ja jetzt schon zwei dieser mystischen Mega-Seelen habe. Den habe ich ja schon reingeschmissen. Vielleicht gibt es ja pro Seele irgendwas Tolles. Ist da unten vielleicht auch irgendein NPC jetzt gespawnt mit riesigen magischen Hut? Nein, aber ich freue mich, dass das mit dem Boss so gut geklappt hat. Ist aber auch mal eine gute Idee. Man muss den Boss so an sich, diesen Boss, nicht besiegen. Man muss irgendwie nur dahinter kommen, dass man den Kleinen platt machen muss. Thou hast filled the Lord vessel. Indeed, a worthy successor thou shalt be. My patience was not for nil. I beg of thee,
succeed Lord Gwyn and inheriteth the world's fire. We have only thee. Eid leisten, nein reden. Please, father's role thou should assume, and inheriteth thou shalt endeth. Kingseeker Frant, the primordial serpent, shall guide thee. Okay, jetzt habe ich aus Versehen einen Spruch weggedrückt, wo ich gedacht habe, dass ich ihn schon kenne. Dabei kam er doch nicht noch. War doch neu. Nee, das ist jetzt nochmal dasselbe gewesen. Okay, war doch nichts Neues. Ja, Milady, ich tue alles, was du sagst, Milady. Ich bin unterwegs, Milady. Ich gebe denen jetzt das zweite Feuer. So, teleportieren. Feuerband. Aber auf zum Feuerband. Schwutsch. Wunder, Auffrischung. Nein, mit Wundern habe ich es leider nicht so am Hut. Tut mir sorry. Tut mir richtig sorry. Die kleine Ritterin, Zwiebelritter-Dame, ist anscheinend verschwunden. Moment, Blutfleck? Wie kann man hier sterben? Hä? Renn nicht so weg. Kann man gar nicht gucken, wie du stirbst. Wahrscheinlich einfach geradeaus runtergerannt und ist dann gefallen. Immer noch tot. Wer hätte das gedacht? Warum kann ich eigentlich bei einem NPC, dessen Stelle er tot ist, untersuchen auf das, dass er tot ist? Muss doch irgendeinen Grund haben. Wie gesagt, ich finde, dass Dark Souls, Tutorial, ich finde, dass Dark Souls eins dieser Spiele ist, was ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, wo es nichts gibt, was überflüssig wäre. Alles hat irgendwie einen Sinn. Nur irgendwie dieser Asyldämon im Asyl, wenn man zurückgeht, irgendwie nicht. Der scheint da irgendwie doch nur Zierde zu sein. Ansonsten alles hat da bis jetzt einen Sinn. Und vielleicht auch das, dass ich da die Dame, deren Totenplatz ich ständig untersuchen kann, obwohl sie tot und weg ist, immer wieder und immer wieder untersuchen kann. Aber naja. Wollen wir doch glatt mal hier Mr. Megaprain einen Besuch abstatten. Wir haben Seele Nummer 2. Hallo. I am pleased to see you well. Is it something urgent? Gegenstand verkaufen. Oh, könnte ich auch mal gucken, oder? Na, so viel Neues haben wir eigentlich gar nicht eingesammelt. Vielleicht noch ein paar Seelen oder so, die ich nicht brauche. Seelekrieger. Nein, das ist, glaube ich. Very well. Then stay still for a moment. Ich vertraue dir nicht. Fress mich nicht. Nein, geht. Und weg bin ich. Ich trinke nochmal einen Schluck Kaffee für die Reise unterwegs. Das habe ich ausgespuckert. Ich weiß nicht, ich vertraue dir nicht. Ich vertraue dir einfach nicht. Kann man reden? The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked, as the primordial serpent. Derselbe Spruch wie immer. Ja, lass mich in Ruhe, fick dich. So, mein Feuerkältchen. Ich habe unser Seelchen Nummer 2. Herrschergefäß Seelen darbieten, natürlich. Seele. Plopp. And it burns. Keine Seelen mehr dabei. Aufsteigen habe ich auch nicht. Waffen verstärken, Rüstung. Aushöhlung umkehren. Hab keine Menschlichkeit. Verlassen. Du bist natürlich immer noch
Durch Vorrichtung verschlossen. Wirst wahrscheinlich nur dann aufgehen, wenn ich... wenn ich dann wahrscheinlich die dritte Seele bringe. Aber wo ist die dritte Seele? Ich habe das ganze Leben nur einmal gesehen. Ich müsste mir vielleicht nochmal meine Let's Plays angucken. Da mal an der Stelle Halt machen, wir das mal angucken. Lass mal wieder raus hier. Seid ihr bereit? Ja, komm. Verschling mich. Das können wir auch überspringen. Schwupps, und ich bin draußen. Feuerband schreien. Wieder ein Blutfleck. Ach, immer noch dasselbe? Nee. Hä, wie kann man hier sterben? Ah, okay, du bist da runtergefallen. LOL. Sehr schlau, mein Freund. Sehr, sehr clever. Ich könnte mir vorstellen. Nee, irgendwie bin ich gerade mit meiner Teilnahme am Ende. Könnte ja nochmal zu den Geistern gehen. Da gab es ja diese eine Vorrichtung weiter hinten, die sich nicht drehen, bewegen, hebeln ließ oder sonst was. Vielleicht habe ich dafür jetzt den Schlüssel. Aber das glaube ich nicht. Wenn ich mir das Bild richtig angucke, was so mein Kopf ist. Es war ja einmal bei so einer Feuerstelle unten. Deswegen war ich ja, nachdem ich die erste Herrscherseele hatte, runtergegangen. Also die erste Herrscherseele habe ich ja geholt, weil ich gesehen habe, dass ja diese Bibliothek aufgegangen ist. Na, da bin ich reingegangen zur Bibliothek und habe es geholt. Wobei erstmal ein bisschen umgeguckt. Das zweite war ja unten in dem Feuer. Da habe ich mir gedacht, gut, das wird unten im Feuer sein. Ach, verdammt, jetzt habe ich... Doch, ich werde da hinten beim Schmied wiederkommen, aber ich kann nicht von hier wieder spawnen. Das Feuer aus ist, verdammt. Was sollte ich sagen? Überlegen. Diese dummen Bilder waren ja so kurz nur da. Ich musste wirklich gut aufpassen, mir das alles einzuprägen. Ich habe jetzt, wie vorhin schon erwähnt, nicht meine LPs angeguckt, um herauszufinden, wo das nochmal genau war. Die ersten zwei konnte ich mir relativ gut einbringen, aber das dritte nicht. Aber bei dem dritten... Da bin ich mir sicher, das war so ein Waldweg, so wie hier. Aber da habe ich ja letztens unten bei diesen Donnerdrachen nochmal geguckt. Aber diese Donnerdrachen unten, der Pfad im Drachental. Ne, diese Drachental da unten, Pfadgedönse. War ja das Problem, da gab es keinen Eingang. Ich habe sowas nicht gefunden. Das einzigste, so ein Bergpassfahrt wie hinten im Drachental, gibt es eigentlich nur hier. Hier habe ich das auch nicht gefunden. Und hier sind ja diese unzerstörbaren Mystiker. Aber wenn ich von hier oben gucke, ist doch da unten weiterhin so ein Pfad. Da müsste ich doch eigentlich reinkommen. Da ich die hier nicht zerstören kann, ich weiß es nicht. Post Götterkraft. Moment. Götter. Idee, ich hatte doch irgendwas mit göttlicher Segen. Vollständige Regeneration der Statuswerte. Heiliges Wasser der Göttin Guinerv stellt TP vollständig wieder her und hebt alle Beeinträchtigungen auf. Guinerv, die Göttin des Sonnenlichts und Tochter des großen Seelenfürsten Quinn, wird von allen als Symbol der Großzügigkeit und Fruchtbarkeit. Verehrt, ja. Jetzt nehme ich das mal. Vielleicht. Das ist sowas wie dieser Wanderfluch. Komm, zeig's mir. Na verdammt. Hat der überhaupt nichts gebracht? Ich hatte einfach so verschossen. Ich hasse es, Items sinnlos zu verschwenden. Ich laufe jetzt einfach mal hier durch. Ist mir egal. Wenn ihr wisst, worauf ich hinlaufe und ihr wisst, dass es mein Tod ist und ich habe jetzt gesagt, ich gehe hier definitiv jetzt so lange weiter. Durch, bis ich drauf gehe. Da könnt ihr jetzt schon mal Häkchen machen mit der wird sterben. Oh. Halt erstmal wieder meine Flakonis rein. So. Mir alles egal. Ich werde hier drauf gehen oder nicht. Das ist mir wurscht. Hier scheint Abgrund zu sein. Definitiv Abgrund.
hinten, das ist unfair. Oh, hier, nein, 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 nein. Halt, warte, wo geht's da hin?